Servus, Grüezi und Hallo, Oloroidi. Freunde, Servus. Ich habe ein paar Spidey-Sets. Beziehungsweise Marvel, Marvel, Marvel. Ist klar. Aber momentan Spidey-Sets. Echt cool. Ich bin begeistert. Es gibt noch drei weitere Marvel-Sets, die ich jetzt weiß. Die werde ich mir auch noch holen. Aber erst später, eins nach dem anderen. Wie gesagt, ich kann mir ja nicht alles auf einmal kaufen. Geht ja nicht, ne? Ist klar. Ist verständlich. Aber da werde ich dann noch bestimmt ein paar Videos noch machen. Ich habe noch ein paar Dream Sets, die werde ich euch auch zeigen. Da hatte ich auch Spaß dabei. Ja, Dreams, bisschen kitschig, aber ich mag die Dream Sets. Ja, die Figuren sind toll. Das hat irgendwie was. Das ist so Fantasy-Ding, also Traumwelt, finde ich cool. Macht Spaß, macht Laune zu bauen. Und wie gesagt, da ich mir ja die erste Serie, quasi die ersten 11 Sets schon besorgt habe und jetzt die neuen rauskommen, 24, hole ich mir die natürlich auch alle. Da habe ich die kleineren Sets, habe ich schon, fehlen mir nur noch die großen. Das sind, glaube ich, eh nur zwei große Sets und drei kleine. Ja, genau. Aber die drei kleinen haben es auch, ja, in sich, vor allem ein Set, das ist an Space auch angelehnt. Und ja, das zeige ich euch beim nächsten Video. Wie gesagt, ich will dieses Mal nicht so viel schwafeln. Ich will euch gern zeigen hier, was ich wieder Schönes gebaut habe. Da habe ich Samstag in meinem Stream angefangen. Wie gesagt, momentan geht es mir gerade gut, das passt schon. Deswegen kann ich Videos machen und habe gute Laune. Wie gesagt, das Hobby soll ja Spaß machen und da sollte man auch gute Laune haben. Wenn man zu viel um die Ohren hat oder Stress oder momentan halt, ja, sich zu viel Gedanken macht über andere Sachen und ja, nee. Meine eigene Devise heißt eigentlich: Leben, genieß dein Leben. Und du lebst nur einmal und jetzt mache ich mir selber so einen Kopf und mache mir selber Stress und oh Gott, oh Gott. Also das muss ich noch, das werde ich schon noch überwinden, hoffe ich. Ich will auf jeden Fall Spaß haben, wie gesagt, und will euch jetzt hier mal zeigen, was ich da so gekauft habe und so gebaut habe. Macht mir echt Spaß, macht mir Laune und deswegen fangen wir auch gleich mit dem kleinen Set an. Ich werde euch dann jetzt wieder mit Fokus ranholen. Somit sieht er hier dann, ja, ich kann weg ranzoomen, kein Problem. Aber wenn ich ranzoome, dann reagiert der Fokus auch besser, obwohl, ja, könnte auch so gehen, ne? Müsste ich eigentlich gar nicht so nah ran. Also, das Set hier, 76275, ne? Mit zwei Figuren. Deswegen habe ich es mir auch gekauft. Eben wegen Doc Ock hier, Venom Doc Ock. Finde ich cool. Auch der Spidey ist cool. Da hätten sie noch Dual-Mold-Beine dran machen können. Ja, ist ein bisschen schade. Aber nicht tragisch. Ich finde es auch so in Ordnung. Die Beinchen, die könnte man sich besorgen. Die Dinger, die kennt er ja schon, wenn man hier so klatsch, fliegen die davon. Ne? Kennt er ja bestimmt. Ups. Wie gesagt, sonst hier den Spidey, den gibt es eh schon öfter. Bedruckte Arme, leider nur einmal bedruckt, wie ich sehe. Oder ich hole euch doch mal ran besser. Zack. Ja, somit funktioniert das auch schöner. Klappt das auch schöner, genau. Ne? Dann seht ihr das auch hier. Zack. Leider nur einmal bedruckt. Jetzt kommt das Blau im Hintergrund ein bisschen zum Vorschein. Jetzt ist natürlich das Rot hier dunkler, aber nicht dramatisch. Also ich finde es jetzt nicht schlimm oder so. Also schön. Ja. Wäre halt noch cool, wenn sie oben hier so wie bei Daredevil war das, genau so ein rotes Mützchen noch aufsetzen, dass es aussieht wie eine komplette Glatze hier, dass man die Lupe nicht sehen kann, wäre natürlich noch schöner, aber naja, ist okay so. Wie gesagt, hinten, ne? Das ist auch in dem Spidey hier, in dem Auto, ist das auch so. Ist der gleiche Spidey. Kann ich euch auch gleich zeigen, dass die zwei sind.
Ja, identisch. Ne? Seht ihr? Ja, ist gleich. Stelle ich aber noch mal hier dazu. Schön. Kommt in meine Sammlung. Finde ich toll. Das Motorrad. Ja, in den Filmen kam sowas nicht vor. Ist klar, das ist Comics und Zeichentrick-Serien. Kommt das vor? Wie gesagt, keine Aufkleber, genau. Alles Drucke. Das Heftchen hier. Ne? Ja, Klammer gebunden. Es ist klar, es ist Lego, ihr wisst's. Sehr easy, sehr einfach. Schön. Ne? Ist klar, muss ich ja nicht immer zeigen. Boah. Wie geht's ja hier um die Set? Und hier Start Shooter auch, ne? Finde ich cool, ein schönes Motorrad, putzig. Hat was. Gefällt mir. Es passt direkt zum Spidey dazu. So, nächste. Das war halt der Kaufgrund. Und zwar hier Doc Ock. Der musste sein. Ich habe ihm hier ein paar Diamanten in die Kralle gelegt. In die Krallen. Die sind auch gut beweglich. Kann man auch so hier, zack, zack. Ne? Alles gut, alles schick. Auch leider nur normale Hose. Ein bisschen schade, ja. Aber ist okay. Das Coole ist, wenn ich ihn umdrehe, habt ihr hier komplett Venom im Gesicht. Und hier so halb. Das finde ich besser, das halb. Der bleibt auch so. Jetzt mache ich mal den Kopf ab, damit ihr auch hinten seht. Ja, das sind die Anschlüsse von den vier Greifarmen. Ne? Ist ja verbunden damit. Wenn ihr den Film gesehen habt, bestimmt. Auf jeden Fall witzige Figur, coole Figur, gefällt mir. Den werde ich mir ja irgendwo, muss ich mal gucken. Und ich lasse den hier auf der Laterne. Ist auch cool, hier eine Laterne dabei. Das ist ein komplettes Teil hier. Ja, ne? Toll. Gefällt mir. Zack. Den könnte man hier dann, habt ihr ja gesehen, den kann man hier dann schön festmachen. Zack. Und somit hängt er sich hier ran. Ah, ein schöner Mülleimer noch dabei. Knöchelchen. Banane. Komisch, hier ist auch eine Banane dabei. Aber cool. Das mit den Losen, ja, das ist nicht so meine Welt. Deswegen versuche ich hier immer ein bisschen festzuklippen, weil ich will es ja hier irgendwo hinstellen, dass es mir nicht arg so rumfällt. Aber ist okay. Kann man lassen. Geht. Macht Spaß. So, nächstes Set. Das haben auch schon ein paar gezeigt. Ja, ein paar gezeigt. Ein paar Videos gemacht, genau. Multiverse of Freakness hat da auch ein schönes Video dazu gemacht. Grüße gehen raus. Ihm ist es um die Figuren gegangen. Ditto, genau, um das geht es mir auch hier um die Figuren. Finde ich auch wieder klasse, vor allem. Ne? Vor allem der Goblin. Auch Venom, Green Goblin, genau. Ghost Spider und Spider-Man. Auch wieder keine Aufkleber. Alles Drucke. Finde ich auch wieder toll. Und ich stehe ja auf Fahrzeuge. Das ist sowieso klar. Also, wenn ich Fahrzeuge sehe, 8 Noten breit, zack, hat es mich schon. Also fangen wir mal mit dem Auto an. Den Spidey habt ihr ja so gesehen, der ist identisch mit dem anderen, wie gesagt. Auch wieder bedruckte Arme. Toll, schön. Hier noch Dual-Mountbeine, das wäre es gewesen. Aber egal. Schwamm drüber. Sei es drum. Cooles Fahrzeug. Und wie gesagt, die Fliesen hier, die Schilder hier, die sind bedruckt. Das ist toll. Da kann man bestimmt irgendwie, irgendwer kann da bestimmt mocken und dem fehlt dann schon mal. Fällt dann schon bestimmt was ein. Sorry Leute, ihr wisst, wenn ich wieder zu schnell rede, vermische ich schon wieder die Wörter. Das passiert. Ja, hier leicht Kratzer. Ja, mein Gott. Das sehe ich nicht so genau. Das sollte ja auch eigentlich eine Scheibe sein. Die ist aber hier, ne, komplett in Blau. Finde ich auch cool. Coole Idee. Da kann man bestimmt was draus machen. Hier. Der Inside. The car. Let's go. Awesome. Ja, das gefällt mir. Also ich mag solche Autos.
Ja, der ist jetzt nicht so kompakt gebaut wie ein Speed Champion. Also er hält schon, klar, aber er ist nicht so voluminös gebaut wie ein Speed Champion. Aber er hat was. Also mir gefällt er. Schick. Ich finde es cool. Der hat auch so eine leichte Schräge nach vorne. Moment, da müsste ich jetzt mal ein bisschen runter. Ich weiß nicht, ob ihr es seht. Der ist vorne tiefer. Hinten ist er dann höher. Finde ich cool. Ja, hier sieht man es mehr an den Reifen. Hier ist er bündig und hier ist er höher. Dass er hier ein bisschen sportlicher rüberkommt. Finde ich cool. Ja, hier wieder Satzschulter. Da ist auch Bedruckung. Ne? Ansonsten, die 2x1 Fliese kommt mir auch irgendwie anders vor. Die war doch zuerst. Na, wie heißen sie denn? Jetzt habe ich sie vergessen. Die Anguspunkte, die sind ja normal seitlich an der 2x1 Nuppe gewesen. Die sind jetzt hier in der Mitte. Auch bei den 1x1 Fliesen habe ich sie schon gesehen. Waren sie früher auch erst seitlich dran? Jetzt sind sie auch hier in der Mitte drin. Bei der 1x1 und hier bei der 2x1 auch. Ja, coole Idee. Somit muss man nicht immer Anguspunkt suchen. Ja, schade, weil dann sieht man die Fliese, sieht man halt den Punkt drauf. Ja, aber so sieht man es nicht. Wenn man es genau ins Licht hält, ja, dann sieht man es, klar. Das macht aber keiner, denke ich mal. Also, mich stört es nicht. Ich finde es cool, das Fahrzeug. Sehr genial. So, Moment, jetzt mache ich das nochmal hin. Zack. So, dann kommen wir zur Ghost Spider, die ist auch cool, auch wieder nur leider eine normale Hose. Die Dinger hier, wisst ihr ja, zack, die kann ich dann später. Da kann ich später wieder suchen dann. Piu! Oh, das hat geknallt. Echt coole Figur. Das gefällt mir. Das macht mir echt Laune, sowas. Ich habe ja die Serien alle gesehen, Zeichentrickserien, Filme. Zwar nur einmal, ich kann es mir dann nicht merken, dann ich muss es mir mal wieder anschauen. Ich habe die anderen Spidey-Filme auch gesehen und herrlich. Marvel ist einfach Marvel und Star Wars, da hat mich Lego erwischt. Da bin ich echt erfreut daran, wenn die immer solche neuen Sets rausbringen. Das macht mir Spaß und Laune. Hier schön, ne? Detailliert. Es wäre mal cool, wenn Lego bei einer Frauenfigur hier den Torso so eine Rundung, so eine Halbrundung reinmacht. Ne? Also die Taille hier weglässt. Somit müssten die das nicht mehr so bedrucken dann. Und hier weglassen. Das wäre auch mal eine Idee. Ein bisschen mehr Details. Aber naja, sei es drum. Sieht trotzdem schön aus, schick aus. Wäre cool, wenn der Anzug, weil den Anzug kenne ich ja von der Zeichentrickserie. Und auch unten die Beinchen, die sind auch in der Zeichentrickserie. Ja, sind sie auch nicht nur schwarz. Also, ja, schade. Aber, naja, sei es drum. Cool. Für was das hier? Ja, okay. Ja, das werde ich sowieso. Also, Skateboard. Ui, kann man ein bisschen hier. Nee, das kann ich nicht. Das nee. Ich habe mal Snowboard, ich bin mal Snowboard gefahren. Genau, ich bin Snowboard gefahren und bin mal so hingefallen. Siehst du, da wollte ich jetzt das Wort schon wieder zusammenfügen. Ah, Gott, oh Gott. Ich bin Snowboard mal gefahren und bin so auf die Gosch gefallen. Mich hat so auf die Fresse gehauen. Dann, nee, dann fahre ich lieber wieder Ski. Also, schöne Figur. So, the next one. Ah, das für die hier. Oh, nochmal hier. Banane auch dabei. Cool, auch weiches, so weiches Plastik, ne? Ups, da, ah, Fokus. War ich zu nah dran, sorry. Banane. Weich, cool. Und hier ist der Green Goblin. Venom. Ich finde den Flieger auch gut gelungen. Der ist echt cool. Ich mach mal die Figur ab. Das ist cool. Weil normal ist der Flieger war doch immer grün, grau, sowas. Beim Daily Bugle, glaube ich, ja, also Goblin-Farbe, violett, grün. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, durch Venom hat sich das Fliegerum verändert. Natürlich, dass sie dran klipsen, ist klar.
Das muss ich jetzt nicht großartig zerlegen. Beim Spidey-Kopf werde ich dann zerlegen, dass er die inneren Details dann sieht. Und keine Sorge, mein Stuhl quietscht immer noch. Macht euch keinen Kopf. Ich halt nur ein bisschen momentan still, weil ich Rücken habe. Ich habe Rücken, ich habe Kreuz, ich habe alles. Ich habe Hals, ich habe hier, ne? Ja, Standard, ganz normal. So, jetzt kommt er. Haha. Ich finde das cool, echt. Dual Mode. Und das ist, also die Ohren sind irgendwie weich. Nee, sind nicht weich, das täuscht mir. Nee, das ist Hauptplastik. Alles gut. Auch wieder leider nur schwarze Hose. Aber naja, schwarzer Arm, grüner Arm. Aber cool. Ihr seht da hinten ganz komplett. Ne? Finde ich gut, gelungen. Gefällt mir. Echt cool. So. Ne? Durch stelle ich mir auch dann zu meiner Sammlung dazu. Da muss ich mir noch was einfallen lassen, wo ich die ganzen Figuren dann hinstelle. Ich habe zwar so eine Figurenbox, aber die war ruckzuck voll. Und ich muss mir dann noch was einfallen lassen. Ja, mal schauen. Irgendwas werde ich mir da schon basteln. So. Genau. Entschuldigung. Hier die Anleitung auch wieder. Ja, ganz normal, Klammer gebunden. Ihr wisst ja, wie Lego läuft. Also sehr einfach, simpel. Ne? Easy zum Bauen, Entspannung pur. Also, ich habe da immer wieder Spaß dabei. Ah, das gefällt mir echt gut. So, Spidey-Kopf. Warte mal, ich switch nochmal zurück. Ups. Somit sieht ihr ihn besser. Ich habe jetzt die Aufkleber hier, die sind auch dabei. Schade, aber ich hoffe, schöne Grüße an Steindrucker, dass der auch diesen Kopf hier bedruckt. Er hat ja bis jetzt alle anderen auch immer diese Bedruckungen, also die Aufkleber als Bedruckungen auf Lego-Steinchen gemacht. Und das fand ich immer toll. Kann man sich aussuchen, Aufkleber dran oder für einen kleinen Obolus hier sich die Bedruckungen auf Lego-Stein zu besorgen und dann natürlich auf den Kopf anbringen. Ich mach's, weil ich behalte ja die Köpfe und alles. Ich besorge mir da die bedruckten Steine. Ich kann es euch mal zeigen hier. Das ist jetzt nur eins davon hier, die bedruckten Steine. Das ist jetzt vom Venator. Das ist auf Lego-Stein. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Moment, ich mache wieder Vergrößerung. Müsste ich jetzt mal gucken. Ah, hier steht es. Ja, genau. Hier, zack. Oh, Entschuldigung, Moment. Jetzt muss ich die Spiegelung ein bisschen weg. Hier, seht ihr das? Lego, genau. Das sind hier Bedruckungen, mache ich auch raus. Ich bin ja schon fast fertig mit dem Venator. Ja, da sieht das ja. Schade, dass man die Noppen durchsieht. Also die hier. Sieht man hier durch. Warum die Fliese hier nicht glänzend ist, weiß ich leider auch nicht. Schade. Das hier habe ich mir mal auch früher besorgt für Moking. Werde ich auch wieder hergeben, weil ich ja den Moking Zerstörer verkaufe, weil ich mir jetzt den Lego geholt habe. Ganz andere Bauweise, sehr geil. Also Lego hat sich da echt Mühe gegeben beim Minator, den zeige ich euch aber dann ein andermal. Das ist jetzt hier egal. Wie gesagt, alles andere, was ihr hier jetzt seht, ne, das sind die Aufkleber dafür. Das sind alles Drucke. Den zerrupfe ich jetzt gleich mal, dann seht ihr das auch. Aber ich finde den echt klasse. Und auch hier, ne, ist klar, bedruckt. Sehr geil. Gefällt mir echt gut. Ich bin echt begeistert. Echt schön gelungen. Die Farbgrütze, was sie hier immer so auf YouTube bringen, ja, die hält sich hier in Grenzen. Mir persönlich ist es egal. Wie gesagt, man sieht es nicht mehr. Also, ne, alles gut, alles schick. Man sieht es wirklich nicht mehr. Gehupft wie gesprungen. So, hier nochmal die Anleitung. Warte mal, Moment, ich gehe zurück, weil ich muss feststellen, wenn ich zurückgehe. Ja, genau. Kann ich es euch besser zeigen. Geklebt, ne? Aber sowas gefällt mir, geklebt und dann hier so schöne Schicht drüber. Das ist schön edel, das gefällt mir. Ich könnte es auch hier euch zeigen in den Anleitungen, ja. Also, wie gesagt, die Farbe hält sich in Grenzen.
Nur ein paar. Also kein Violett, kein Blau, kein Gelb, kein Orange, nix. Es geht. Jo, Gelb schon. Entschuldigung. Gelb ist schon drin, es sind aber nur hier, genau. Das sind, glaube ich, nur die zwei hier. Aber das stört überhaupt nicht, weil man es, wie gesagt, überhaupt nicht mehr sieht. Hier grau, weiß. Also Dark Blue Spray, Light Blue Spray, weiß, schwarz, ja, ist klar. Rot, ist klar. Ne? Also sonst hält sich in Grenzen. Dann, hier kommen dann die Aufkleber drauf. Bei den großen Panel, aber das zeige ich euch jetzt mal schnell. Hier nochmal der Karton. Auch wieder ähnlich wie die anderen. Setzt alle. Muss ich wieder ein bisschen hoch mit der Kamera. So. Ne? Auch wieder ähnlich gleich. Schön gemacht. Echt toll. Hier, Zeichentricks bei dir. Genau, das meine ich. Und er hat ja rote Schuhe und Schüchchen an, ne? Also sollte eigentlich dann die Figuren dual mold, das wäre schon, ja, wäre perfekt gewesen. Spider-Man Mask. So. Jetzt zerrupfe ich das nochmal schnell, weil das geht eigentlich relativ einfach. Zack. Es wird nur hier mit C-Clamps dann befestigt. Das Ding wird dann so gebaut. So. Und dann hier einfach mit in den zwei C-Clamps hier eingeklemmt. Und hier seht ihr ja schon die Farbe. Da innen sieht man das Gelb schon. Also es ist nicht dramatisch. Hier auch, wie sagt man hier, Ball Joint? Ball Joints oder so? Also die Runden hier, ne, die Nupsis hier, werden auch hier reingesteckt. Somit bekommt man die Augen. Das hier, das ist genauso hier. Müsste ich auch noch mal runterrupfen. Moment, genau, das wird dann auch hier so gebaut und dann dran gesteckt. Also hier genauso, genau, stimmt. Wie mit diesen Klemmen hier. Also einfach, einfach, aber gut, hab's gut durchdacht. So, jetzt habe ich hier mal ein bisschen aufgemacht, dann seht ihr das. Das sind all die Farben, die im Inneren verbaut werden. Also, das hält sich in Grenzen. Also, finde ich okay. Also, ich finde das echt ein gelungenes Set. Ich hatte mega Spaß damit. Hat mir sehr gefallen. So, ich werde es jetzt aber nicht mehr zusammenbauen. Auf jeden Fall. Oder schaffe ich es noch zusammenzubauen? Ja, das könnte ich noch schaffen, weil ich will ja nicht, ich will nicht zu lange machen, das ist, ja. Aber ich möchte halt nicht immer nur ein Set zeigen. Ja, das könnte ich machen, ja, aber mir ist es so lieber, wenn ich zwei, drei Sets zeige. Ihr könnt dann hingucken, wo ihr wollt, also welches Set euch gefällt, guckt es euch an. Ihr könnt ja switchen, wie ihr wollt. Ne? So. So schnell ist er wieder zusammengebaut. Ich finde den echt gelungen, echt schick. Passt gut zu der Sammlung. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ich ihn dazu stelle. Drucke sind auch toll. Gott sei Dank haben sie das meiste bedruckt. Ja, die kleinen hier. Hier kommt die Bedruckung. Die Aufkleber. Sorry, hier kommen Aufkleber, hier kommt ein Aufkleber. Hier oben Aufkleber. Und dann nochmal. Hier, nee, hier nicht, hier seitlich und dann hier, genau, das war's. So, zack. Somit bin ich fertig. Oh, hab alles geschafft. Ich lasse hier den Mimi nochmal hier stehen. Der freut sich. Auf jeden Fall, zack. Freunde, das war's schon wieder. Danke fürs Reinschauen. Nächstes Mal kommen Dream Sets, drei Stück noch und dann werde ich mal hoffentlich mal den Sandcrawler hier hochwuchten und werde euch mal hier ein bisschen teilhaben lassen. Ich werde die Kamera dann in die Hand nehmen und werde den dann mal, Moment, ich switche mal zurück, und werde den dann mal von innen filmen und die Funktionen euch zeigen. Das 13.000 Teile, das ist schon. Auf jeden Fall schön, dass ihr reingeschaut habt. Ich mache jetzt Ende 24, über 24 Minuten. Das ist schon wieder ziemlich lang. 25 wären es. Also, Freunde, ich hoffe, ihr lasst mir ein Abo da. Das wird mich unterstützen, wird mich freuen. Da sehe ich dann, ob es gefällt oder nicht. Ne?
Aber wie gesagt, mir geht es ja hier ums Hobby. Ich will Spaß haben. Deswegen auch YouTube ist für mich ein Hobby zum Spaß haben und Leute kennenzulernen. Ich habe schon einige kennengelernt und das macht mir immer wieder mega Spaß, samstags dann auch mit euch zu streamen und mit euch zu reden. Wie gesagt, samstags 21 Uhr streame ich immer und sonntags 10 nach 10 Frühstück bei Klemmbausteine Forever. Auch schöne Grüße. Streamt er dann. Außer es kommt was dazwischen, ist klar. Wir haben nicht immer Zeit und ne, wir haben auch ein richtiges Leben. Also wir müssen, jeder muss arbeiten. Und wie gesagt, das hier YouTube und Klemmbausteine, beziehungsweise hier auch Lego, ist mein Hobby und ich möchte es euch zeigen. Ich möchte euch teilhaben lassen, was ich so baue, dass ich da Spaß dran habe. Und ich hoffe, ihr habt da was gefunden, was euch gefällt. Vielleicht kauft ihr euch den Kopf, den habe ich beim Mü gekauft. Also, ich heiße ja Müller, ne? Wisst ihr Bescheid? Da gibt es ihn auch. Und naja, wie gesagt, ich hoffe, der gefällt euch. Haut rein, holt ihn euch. Ne? Wichtig ist, es macht euch Spaß. Das ist die Hauptsache. Also, Freunde, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss.